Wir sind bei MTS und ich stehe neben Eike Schmidt, Verkaufsleiter Europa von MTS Sensors. Herr Schmidt, MTS Sensors, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, wir, die MTS Sensor Technologie GmbH, sind Teil der MTS System Corporation, ein amerikanisches Technologieunternehmen mit weltweit mehr als 4000 Mitarbeitern. In unserem Bereich, im Bereich der linearen Sensorik, beschäftigen sich allein 450 Mitarbeiter mit der magnetostriktiven Technologie. Das ist eine berührungslose, absolutgebendes Messverfahren, das eben aufgrund dieser Technologie sich sehr eignet für den Einsatz in sehr rauen Umgebungsbedingungen, also gerade für Landmaschinen. Mobilsensoren sind in Landmaschinen ganz arg wichtig. Können Sie uns erklären, was macht MTS Sensors hier besonders? Wir sind Pionier in diesem Markt. Anfang 2000 hatten wir erkannt, dass aufgrund von Fahrerassistenzsystemen, die immer mehr zunehmen, auch die Sensorik immer wichtiger wird. Und deshalb haben wir einen speziellen Sensor entwickelt für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, der sich in den Hydraulikzylindern der Arbeitsmaschinen integrieren lässt. Also dort integriert ist, sehr geschützt eingebaut ist und dadurch durch seine integrierte Position auch nicht beschädigt werden kann von außen. Können Sie uns sagen, wo wir solche Sensoren in den Landmaschinen finden, in welchen Maschinen die verbaut sind? Sie finden sowas zum Beispiel in Mähdreschern, dort gibt es zum Beispiel automatische Lenksysteme heute. Und unser Sensor sitzt dann im Lenkzylinder und gibt eben Informationen an die Steuerung oder die Steuerung an den Sensor und der Mähdrescher ist teilweise selbstfahrend. Die Mobilsensorik, wie sieht die Zukunft dort aus? Was dürfen wir erwarten in den nächsten Jahren? Sicherlich ist die Miniaturisierung der Sensoren ein wichtiges Thema, denn daraus resultiert geringeres Gewicht und kompaktere Bauformen für den Maschinenhersteller. Auch wird sicherlich noch mehr Technik integriert zukünftig, denn auch das Thema Industrie 4.0, also die stärkere Vernetzung und das Auswerten von noch mehr Sensorparametern, also Predictive Maintenance, das ist sicher das Thema der Zukunft auch im Mobilbereich. Vielen Dank, Herr Schmidt, für das Interview.